eine Floßfahrt, die ist lustig, kann man sagen. Heute hier an Bord auf dem Neckar Kapitänsfloß, auf dem Partyfloß. Michael Geht, besser bekannt als Schrotti, unseren Zuschauern von der Soko Stuttgart und natürlich mit Mundschutz, so wie es sich gehört. Ja klar, logisch. Aber weißt du, das ist ja ganz klar. Wenn du künstlerische Arbeit machst, dann bist du es gewohnt, dass du Sachen ernst nehmen musst. Du musst deine künstlerische Arbeit ernst nehmen, du musst dein Drehbuch ernst nehmen, du musst deine Kollegen ernst nehmen. Aber in der heutigen Situation musst du natürlich vor allen Dingen diesen ganzen Quatsch ernst nehmen. Und das ist, und es ist auch schön, dass man jetzt auf dem Floß mit wenig Leuten, aber umso mehr Stimmung, tatsächlich zeigen kann, das Leben findet ja trotzdem statt. Ganz genau. Wie sieht es denn bei euch jetzt gerade aktuell aus, Soko Stuttgart? Man weiß, Corona-Zeit hat natürlich viele Produktionen erstmal lahmgelegt. Ja, und ich glaube, ihr habt wieder angefangen jetzt aktuell. Ja, genau, also wir haben jetzt vor wenigen Tagen angefangen unter unglaublichen Sicherheitsvorkehrungen, also ganz streng. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass wir ja vor dem Ende auch schon sehr, sehr streng darauf geachtet haben, dass tatsächlich, also ganz wenig Leute am Set, immer Pflicht der Maske, ist also ein unglaublich konsequent durchgezogenes Sicherheitskonzept. Und dann ärgert man sich natürlich umso mehr, wenn dann irgendwie in der Presse halbgares Zeug steht, lauter Komparsen sind da, das ist alles ein Quatsch, das stimmt ja nicht. Also, da wäre es gut gewesen, die Presse hätte recherchiert. Das kann man zum Beispiel auch mit dem Telefon machen. Man kann einfach mal gucken und nicht einfach irgendwas raushauen. Und jetzt, nachdem die Dreharbeiten wieder angefangen haben, muss man sagen, das ist wirklich ganz konsequent, also mit medizinischem Trupp vor Ort gemacht wird. Und das ist auch gut, weil ich glaube nicht, dass man die Arbeit vernünftig machen könnte, wenn man immer diese Angst und diese Furcht hätte. Und es ist also ein ganz tolles Erlebnis gewesen, wieder drehen zu dürfen. Ganz toll. Und natürlich, die Bücher wurden umgeschrieben, die Locations wurden geändert, also große Dinge. Ja, klar. Ist Thema Corona selber in der Serie dann auch irgendwann mal ein Thema, oder? Ich weiß es nicht. Also im Augenblick nicht. Und mir wär's eigentlich auch recht. Also ich habe das ja nicht zu bestimmen. Aber ich hätte es sehr gerne, wenn es eine vorübergehende Einschränkung wäre. So. Und ich weiß, dass das sehr heikel ist, weil angesichts der unglaublich großen Zahl der Opfer, das ist natürlich für die Opfer nichts Vorübergehendes. Also es ist alles ein Quatsch. Man muss das ernst nehmen, fertig. Ganz genau. Aber es ist ganz einfach. Ich fahre ja auch nicht mit 120 an einem Kindergarten vorbei. Das ist einfach, also ich meine, irgendwo, ich wundere mich, dass man es erklären muss. Ich wundere mich auch, dass unsere Bürger verärgert sind. Wir haben mit Abstand die besten Zahlen und das ist immer noch schrecklich genug. Also 8000 Opfer sind ja 8000 Männer, Väter, Brüder, Opas. Also ich meine, das ist ja irre. Und wie man allen Ernstes einen Aluhut aufsetzen kann und rumkäse kann, ist mir unbegreiflich. Aber okay, so ist es halt. Genau. Ja, da haben wir eigentlich hier in Deutschland doch noch ein bisschen Glück gehabt, haben nicht so die Zustände wie Italien, Spanien etc. Also da muss man sagen, trotz allem noch ganz gut. Ja, ich mein, was es auf jeden Fall ist, es trifft uns alle. Es trifft jede Hautfarbe, jede Kultur, es trifft uns alle und eigentlich bringt es uns zusammen. Wobei man den Eindruck momentan eher fast schon wieder nicht mehr hat. Genau. Der erste Reflex war, wir machen die Grenzen dicht. Ist natürlich ein Blödsinn. Der Virus kommt so oder so rüber. Ja klar, alles okay. Aber toi toi toi, dass wir es durchstehen. Genau.
Jetzt abschließend noch ganz kurz, wann geht's im Fernsehen mit den neuen Folgen wieder weiter? Seid ihr im Plan für den Herbst wieder gerüstet? Ja, genau. Also wir sind da. Wir sind im Plan und Sokol Stuttgart, naja, also mein größter Respekt vor den Hauptrollen, weil die haben bis ins Jahresende keinen freien Tag mehr. Also, dann euch frohes Schaffen, alles Gute und sagt den Kollegen schöne Grüße. Dankeschön, das mache ich. Und Donnerstagabend ZDF, Soko Stuttgart. Genau, um 18 Uhr. Um 18 Uhr.